Bleiben wir mal bei Dividendenaktien. Ja, ist ja vielleicht aktuell sowieso interessant. Es gibt ja kaum noch Zinsen. Ist denn so ein Familienmensch der bessere Dividendeninvestor, weil er den Weitblick hat, oder kann man das so sagen? Also ich würde sagen, ich habe mich als Vater jetzt nicht sonderlich verändert vom Investmentstil her. Das ist immer die Frage, wann man sein Investoren-Mindset ausbildet. Das kann für den einen oder anderen vielleicht ein Anlass sein, mal darüber nachzudenken und ein bisschen was zu ändern. Aber grundsätzlich zu sagen, dass man also jetzt Kinder braucht, um langfristiger, nachhaltiger zu investieren, nachhaltiger sowohl im Sinne von Strategie als auch wirklich von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Oder Das weniger glaube ich Risiko nicht. oder konservativer oder so vielleicht? Naja, das ist einfach die Frage, in welcher Lebenssituation man ist, und welcher Typ man ist. Also ich war als Unternehmer sehr, sehr risikofreudig, habe bewusst konzentriert. Ja, Ressourcen, Zeit und auch Vermögen, nämlich alles auf das eigene Unternehmen. Und nachdem ich es verkauft hatte, musste ich halt lernen, den Hebel umzulegen, nämlich in der Vermögensverwaltung wollte ich dann nicht mehr konzentrieren, sondern entsprechend breit auf verschiedenste Assets streuen, verschiedene Aktien, aber natürlich auch verschiedene Assetklassen. Ja, es gibt natürlich andere Unternehmer, die verkaufen ihr Unternehmen und fokussieren sich gleich auf das neue Projekt oder machen halt eine extrem konzentrierte Vermögensverwaltung, wie der Jan Beckers mit seinen Technologiewerten. Das ist eine Typfrage. Entscheidend ist halt, dass das, was man als Investmentstil hat, zu einem selber passt. Da sind wir wieder dabei. Geld Der ist, Wohlfühlfaktor wieder, ne? Ja. ja, wir müssen rationale Entscheidungen treffen. Aber das ändert nichts daran. Geld ist ein emotionales Gut. Wer Vermögen hat, hat das entweder erarbeitet, erspart oder ererbt. Das heißt, da hängt gebundene Lebensenergie drin. Da reden wir über Konsumverzicht, da reden wir über harte Arbeit, da reden wir vielleicht auch über Erinnerungen. Folglich ist dieses Geld aufgeladen und da können wir nicht einfach sagen, naja, also finanzmathematisch ist jetzt genau das und das ideal. Das mag sein, aber ich muss als Mensch in der Lage sein, das auch durchzuhalten. Wenn das nicht zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Denke oder wie man halt heute sagt, zu meinem Mindset passt, dann werde ich spätestens dann, wenn es mal kritisch wird, und da reicht so ein V, wie wir es gesehen haben, da braucht es Logisch. gar nicht 3 Jahre BES geben, von 2000 bis 2003, dann werde ich panisch und dann verkaufe ich zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Und dann wird es schwer, die Verluste wieder aufzuholen unter Umständen. Nochmal zurück, Thema Familie. Man sagt ja auch, man soll nicht mehr Aktien im Depot haben, als man Kinder hat. Ja, das wird jetzt bei Ihrem Depot wahrscheinlich nicht der Fall sein, ja, wenn Sie Nee. über 100 Positionen. Was sagen Sie dazu? Naja, also nicht mehr Aktien, als man Kinder hat. Das ist ja eine Aufforderung zur Konzentration. Ja, also wenn Um Sie sich jetzt sagen um die würden, Aktien zu kümmern. nicht mehr ETFs, als man Kinder hat, dann würde ich sagen, okay, weil man kann mit einem ETF oder mit zwei, drei ein ganz ordentliches Portfolio aufbauen. Aber man sollte auch einen Unterschied machen zwischen Aktien und Kindern, auch als langfristiger Investor. Denn also seine Kinder kennt man. Das ist zumindest das Ziel, in- und auswendig. Und die Kinder wird man ein Leben lang behalten. Auch wenn man bei einer Aktiengesellschaft wirklich alles Mögliche an Research betrieben hat, solange es nicht das eigene Unternehmen ist oder man als Aufsichtsrat wirklich tief reinguckt, Ist nicht das eigene Kind. wird man es nicht kennen. Es ist nicht wie das eigene Kind. Und dann gilt halt bei jeder Aktie aus Investmentsicht, buy and hold and check. Ja, und so wie Warren Buffett ja auch sagt, seine liebste Haltedauer ist forever. Nur für dieses forever, für dieses Ewigkeitsthema muss sich eine Aktie fortwährend immer weiter qualifizieren. Sie muss immer wieder den Qualitätscheck bestehen, egal wie der jetzt im Einzelfalle aussieht. Aber Anleger sollten ihn machen und sollten dann, wenn ihre ursprünglichen Kriterien nicht mehr erfüllt sind, wenn der, wie man heute so schön sagt, Investment Case nicht mehr aufgeht, dann sollten sie auch die Konsequenz ziehen. Dann raus. Wenn bei einem Kind der in Anführungszeichen Family Case nicht mehr aufgeht und das Kind aus der Art schlägt, naja, dann sollte man sich fragen, was man falsch gemacht hat, beziehungsweise wie man das wieder in die Reihe kriegt. Ja, wir drei sind ja alle Familienväter. Ja, also mein Bruder hat ja zwei Kinder im Alter von 2 und 4. Ich habe einen 2-jährigen Sohn.
Ich glaube, Ihr Sohn ist auch, passt auch in die Richtung. Ja, ne? Genau. Sieht man ja auf Instagram, Berlin Family, glaube ich, ne? Wenn ich das sagen darf. Aber ich denke, also ich habe es bei mir gemerkt, nachdem ich Vater bin, denke ich auch natürlich langfristiger, bezogen auf meinen Sohn, was jetzt ETF-Sparpläne oder so angeht, als ich sag mal in meinen 20 Jahren davor, wo ich getradet habe und ich sag mal alle Produkte von Optionen, Futures ausprobiert habe und getradet habe. Da hat sich bei mir auch ein bisschen was verändert, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, das kann ein Katalysator sein. Bei mir kam der Katalysator früher, weil ich habe natürlich früher im Derivate-Business nicht nur Beratung gemacht und nicht nur analysiert, sondern ich habe die Produkte auch selbst eingesetzt und war natürlich früher viel, viel enger an den Märkten. Das habe ich aber wirklich sehr, sehr konsequent gedreht, als ich dann mein Unternehmen verkauft habe und mich aus dieser Sache weitgehend zurückgezogen habe. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich dann Vater wurde, ja, fast 10 Jahre. Aber das kann ein Katalysator sein und ich finde es auch gut, ja. Denn gewisse aktive Investmentstile brauchen einfach Zeit. Und die Zeit will man vielleicht dann doch ein bisschen anders verbringen. Was aber jetzt nicht heißt, dass jeder, der Familienvater ist oder jeder, der auch dazu noch im Beruf volle Leistung bringt und sich vielleicht auch um die Eltern kümmern will, Hobbys hat und Freunde treffen will, dass der unbedingt nur ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets im Depot braucht, sondern es gibt genügend intelligente Investmentstrategien, die man mit sehr, sehr überschaubarem Aufwand systematisch regelmäßig führen kann. Technologie erleichtert dann natürlich auch vieles, gerade auch die Systeme, die Sie Ihren Kunden anbieten, vieles, was im Internet verfügbar ist, kostenfrei oder für wenig mittlerweile Geld. Ja, so einfach, ja. Also allein Stop-Loss zu platzieren, ja, es geht ja schon per Sprachsteuerung heutzutage, ja, also genau. Wenn man das möchte. Ja. Ja. Von daher kann man sich auch bei Einzelaktien eigentlich gut vor Verlusten schützen, wenn man das möchte. Also ich bin ja der Meinung, also Stop-Loss, es gibt Leute, die machen das. Genau. Für einen Trader ist das wahrscheinlich eine schöne Sache. Ich frage mich immer, wenn sich mein Investment-Case nicht geändert hat, wenn alles, was ich mir beim Einstieg fundamental überlegt habe, wenn das immer noch gilt, warum soll ich die Aktie dann für 20% weniger geben? Wenn ich hingegen meinen Investment-Case daraus formuliert habe, dass ich sage, nein, mich interessiert das Fundamentale gar nicht, sondern ich investiere in einen Trend. Und solange dieser Trend dabei intakt ist, will ich dabei bleiben. Aber sobald der um ein gewisses Maß gebrochen wird, will ich raus. Als Trader kann ich sehr nachvollziehen. Als Investor, muss ich sagen, macht ein Stop-Loss keinen Sinn. Ein Stop-Loss zumindest nicht bezogen an den Kurs. Sehr wohl einen Sinn macht natürlich so eine Art fundamentaler Stop-Loss. Sprich, wenn man am Anfang sagt, also das ist ein Unternehmen, bei dem will ich zweistelliges Umsatzwachstum sehen, über einen Zeitraum von rollierenden 3 Jahren. Und ich kann mir das ja, das ist ja das Tolle an Technologie, mit sehr wenig Aufwand kontinuierlich, regelmäßig in einer Liste angucken und ich sehe plötzlich, oh, Umsatzwachstum ist auf 7% runtergegangen, ist nicht mehr die Wachstumsstory, die ich eigentlich haben muss. Dann ist das. Das ist dann das regelmäßige Überprüfen und Checken, passt genau. Das noch, ist die Situation noch, dass ich da drin bleiben kann. Klar, wenn genau. Ich jetzt Trader genau. Bin und ich trade jetzt eine Aktie wie Square beispielsweise, die von 100 auf 30 oder 35 gefallen ist, kann man sogar auf der Short-Seite noch von mir aus was verdienen, wenn man es rechtzeitig erkennt und sich jetzt wieder durch die V-Formation, ich glaube, die ist auf 170 jetzt wieder gestiegen oder höher. Klar, für Trader sind das natürlich ideale Märkte. Ne? Und als Langfristinvestor muss man da jetzt nicht unbedingt einen Stop-Loss ziehen, ist klar. Nein, man muss auch nicht unbedingt sagen, Trading ist böse. Das machen ja manche. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil natürlich als Investoren auch davon profitieren, dass es Trading gibt, weil ich rede jetzt nicht über Hochfrequenz-Trading im Millisekundenbereich, sondern ganz normal an Tradern mit, was weiß ich, einem Tages- oder Wochen- oder vielleicht 2-Monats-Fokus oder einer durchschnittlichen Haltedauer, weil sie natürlich durch ihre Marktbewegung auch für Liquidität sorgen. Davon profitieren natürlich auch Investoren, wenn sie dann mal doch was machen in Form von engeren Spreads. Insofern geht es da auch nicht um so einen Glaubenskrieg. Man muss auch keinen davon überzeugen, bloß nicht zu traden. Es gibt halt nur sehr viele Fallen generell für Geldanleger. Für Trader sind es noch ein paar mehr. Und man muss auch da, das haben wir eben schon gesagt, sehr, sehr genau gucken, dass das, was man denn tatsächlich in der Vermögensverwaltung oder im Vermögensaufbau macht, zu einem selbst und zur Persönlichkeit passt. Wenn da eine Diskrepanz ist,
funktioniert das nicht. Also ich finde natürlich auch Gordon Gekko, ja, fand ich früher großartig, ne? Total cool, ich mag die Filme heute noch. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, Gordon Gekko nachzueifern, also solch einem fokussierten Hedgefondsmanager, weiß ich jetzt schon, das würde schiefgehen, weil es überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit und zu meinem Lebensentwurf passt. Und diese Dinge in Einklang zu bringen, das ist auch für Investoren viel, viel wichtiger, als immer sich um Details zu kümmern, kaufe ich jetzt Münchner Rück oder Allianz. Wir sehen ja gerade, dass auch bei jüngeren Leuten, ich sag mal, die vielleicht 20 sind, auch das Trading jetzt interessanter geworden ist. Ja, also auch in der Krise, vielleicht waren auch mehr zu Hause. In den USA war es ja auch so. Man hat da von vielen Brokern natürlich auch die Zuwachszahlen gesehen, was die Kontoeröffnung angeht oder das gehandelte Volumen. Würden Sie sagen, dass man da die Bundesregierung auch noch überzeugen sollte, dass Trading nichts Böses ist oder das Thema Börse nichts Böses ist? Weil ich glaube, bei Olaf Scholz oder ist es nicht ganz so angekommen. Ja, Olaf Scholz spart ja auf dem Sparbuch. Er hat ja jetzt auch gesagt, also er weiß gar nicht, ob er wirklich reich ist. Aber also bei 16.000 Euro und gesicherter Altersvorsorge würde ich da auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen hintermachen. Aber er scheint mit Aktien zu fremdeln. Ich weiß nicht, ob er das halt macht, weil er es muss, weil er glaubt, dass es im linken Lager ganz gut ankommt. Aber Fakt ist natürlich, eigentlich insbesondere Aktien sind ja ein ursozialdemokratisches Produkt. Sie finden im Internet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Pamphlet aus den 60er Jahren von Schorsch Leber, Gewerkschafter, der später dann auch noch Minister wurde für die SPD, indem er über Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen schreibt. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Genau das ist das Thema Aktien, nichts anderes. Ja? Jetzt wird es verteufelt. Und ich mache mir gelegentlich den Spaß, diesen Link mal bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten zu posten. Leider immer ohne Feedback. Das ist ganz schade. Man muss aufpassen, dass man da nicht immer nur in derselben Filterblase ist. Aber klar, es ist natürlich wünschenswert, aus dieser Sparkultur eine Investmentkultur zu machen. Dass zu dieser Investmentkultur dann natürlich auch Trading gehört, fein, aber die Basis ist natürlich zuerst mal so ein Investmentsparplan, ETF-Sparplan, sich da anzunähern, sich nicht zu verlassen auf die gesetzliche Rente, sondern zu sparen und das, was man spart, halt möglichst effizient zu investieren. Zu dem Investieren gehört ja auch alternative Investments wie Gold zum Beispiel. Ja, also sind Sie der Meinung, Gold gehört in jedes Depot? Jetzt haben Sie, glaube ich, mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Herbert Wüstefer hat gesagt, ich hoffe nicht, dass Sie das Gold Ihre beste Position ist aktuell. Wie sieht es bei Ihnen aus? Naja, es ist nicht meine beste Position, aber eine sehr gute. Ich habe mir 2007, 2008 einen physischen Goldbestand zugelegt, der damals auf einen Schlag relativ signifikant war. Ich habe da immer mal ein bisschen was dazu gekauft, aber nur kleine Portionen und Und Goldminenaktien wie Warren Buffett, ist das jetzt das, wo man hin muss? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe natürlich bei Goldminen immer diese angeblich schöne Regel, naja, Goldminenaktien spiegeln den Goldpreis mit Hebel wider und wenn ich davon ausgehe, dass der Goldpreis stark steigt, muss ich ja eine Goldminenaktie kaufen. Das Dumme ist, dass das weder bei einzelnen Minen wirklich zuverlässig funktioniert, noch dass es über die Zeit bei den großen Goldminenindizes funktioniert hat. Das Dumme ist, dass Sie halt damit nicht nur diese Hebelchance haben, sondern Sie haben auch die kompletten Risiken in der Produktion, weil es bleiben am Ende Unternehmen mit allem, was da dranhängt, auch mit den zusätzlichen Umweltauflagen, was da alles kommt. Das sind Unternehmen, die auch in einem Paradigmenwechsel stecken. Deswegen kaufe ich persönlich, wenn ich Gold möchte, eben Gold und nicht Unternehmen, die Gold produzieren. Ich glaube auch nicht, dass man bei Warren Buffett sagen muss, er hat seine Meinung zu Gold geändert, die ja sehr, sehr negativ war. Er hat ja mal gesagt, also wenn man das aus dem Weltall beobachtet, wir buddeln das Gold aus der Erde, putzen es blank und dann buddeln wir es wieder ein. Die würden sagen, wir sind doch Gaga. Ich glaube, diese Meinung hat er nicht geändert. Ich würde auch nicht sagen, das hat jetzt irgendjemand anders gekauft. Das mag sowieso sein, weil diese Position in Barrick Gold war ja nicht so groß. Aber ich weiß nicht, was da intern abläuft. Nur wenn man sich Warren Buffett anschaut, sieht man, dass er Value-Chancen sucht. Und gemessen an dem Potenzial
Was Gold sicherlich hat, sind viele Goldminenaktien und insbesondere die Barrick Gold, die er gekauft hat, natürlich recht attraktiv bewertet. Insofern ist es ein reines Value-Investing und es hat nichts damit zu tun, dass Warren Buffett jetzt seine Prinzipien über Bord schmeißt. Man muss gucken, als Anleger ist das ganz wichtig, nicht Dinge höher zu hängen, als sie sind. Ja, das Gleiche gilt auch für Krypto. Ja, ich habe dieser Tage eine Headline gelesen in irgendeinem Kryptobrief, da stand drin, sogar der norwegische Staatsfonds investiert jetzt in Bitcoin. Ja, da dachte ich, oh, da muss ich aber mal lesen, also, wäre mir ganz neu. Naja, was haben sie also gemacht? Der norwegische Staatsfonds hält eine Position an MicroStrategy und die haben ja einen Großteil ihrer liquiden Vermögenswerte jetzt in Bitcoin umgeschichtet. Und folglich haben die dann ausgerechnet, diese Bitcoin-Zeitung, wie viel Prozent davon jetzt auf den norwegischen Staatsfonds fallen. Dann sind das am Ende irgendwie 1,4 Millionen, die durchgerechnet über eine Aktienbeteiligung Bitcoin. Ne, da muss man es nicht ganz so hochhängen. Man sieht halt da dieses Krypto-Thema, zieht momentan nicht nur Spekulanten an, sondern es zieht scheinbar auch ernstzunehmende Player der Finanzszene an. Ob das jetzt gleich ein Beweis für die Nachhaltigkeit ist, wird man sehen. Aber dass grundsätzlich diese Möglichkeiten, die da dranhängen, an der Blockchain, an Smart Contracts, dass das in den nächsten 10 Jahren ein Riesenthema wird, das ist auch eine äußerst banale Prognose. Und man kann ja auch nur hoffen, dass das in vielerlei Hinsicht im Finanzsektor passiert, wenn Sie einfach sich mal zwei Anwendungen anschauen. Ja, das eine ist die Verbriefung von Wertpapieren, wie schwierig das ja bisweilen ist, in unterschiedlichen Jurisdiktionen Wertpapiere zu erwerben, allein wegen der unterschiedlichen Verbriefungssysteme. Wenn man das alles über eine Blockchain machen könnte, es wäre viel schneller und günstiger. Oder den Fall habe ich auch regelmäßig, ist Überweisungen grenzüberschreitend, beispielsweise aus der Schweiz in die USA. Das ist Wahnsinn. Da wäre es auch wesentlich spannender, wenn man dann wirklich so etwas wie Ripple oder eine ähnliche Technologie zumindest in die Breite kriegt, dass sowas einfach auf einem heutigen Standard, in heutiger Geschwindigkeit und mit fairen Kosten laufen kann. Also halten wir fest, es gibt unzählige Möglichkeiten. Jeder muss für sich mal wissen, was passt. Und wo fühlt er sich wohl und sollte dann diese Möglichkeiten auch nutzen. Genau, und dann auch es bei diesen Möglichkeiten bewenden lassen. Und das heißt zwar immer so schön, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Aber das heißt nicht, dass man sich permanent im Kreis dreht und sich alles Mögliche anschaut. Da sollte man sich als Anleger ein Zeitbudget setzen, wie man sich mit neuen Themen beschäftigt und wann man das macht und wie oft man das macht, damit man nicht in die Situation kommt. Man hat eine Anlagestrategie, man setzt sie 2-3 Monate um, zum Beispiel mit dem Sparplan, dann liest man wieder ein neues Buch und denkt, naja, der Gedanke ist eigentlich gut und dann fängt man wieder an, alles umzuschmeißen, sondern also die Strategie an sich auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu hinterfragen, das sollte man in regelmäßigen Abständen auch machen. Aber da reden wir dann übers Jährliche. Ist schon mal gut, wenn jemand sich überhaupt Gedanken macht über das Thema Altersvorsorge oder finanzielle Themen. Das auf jeden Fall. Themen. Ja, vielen Dank, Herr Röhl, für das nette und interessante Interview. Ich glaube, wir haben sehr viele Einblicke gewonnen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.